Hallo, heute ist ein spannender Tag für Bücher. Hier oben steht irgendwo Dauerwerbesendung, das muss so sein, weil ich euch jetzt ein Buch vorstellen werde und vielleicht möchtet ihr das lesen oder hören. Es gibt es nämlich auch als Hörbuch. Ich habe es als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen, kostenlos vom Verlag. Nochmal danke dafür. Und ja, und damit geht es dann eigentlich auch schon los. Es geht um einen. Ja, ich finde, es ist ein Cozy-Krimi, es ist halt ein, man nennt sie auch Häkel-Krimi, also einer, der nicht so ganz so hart ist. Und er entführt in die 20er Jahre und ich bin ja ein absoluter Freund der 20er. Ich halte mich da gerne auf, ich mag die Kleidung, ja, das ganze Flair halt. So, und darum habe ich mich da riesig drauf gefreut, wo ich gesehen habe, oh, da gibt es jetzt eine neue Reihe wieder mal. Also so neu wird die gar nicht sein, aber für mich war es halt neu aus den 20er Jahren mit einem Ehepaar, das ermittelt und da war ich natürlich sofort dabei. Ja, ich habe 3 Sterne gegeben. Das hört sich im ersten Moment nicht so sehr großartig an. Ich fand aber, es ist ein sehr schöner Krimi, den man mal so zwischendurch genießen kann. Es ist jetzt nicht das allergrößte Kino, aber er ist ja auch nicht besonders lang. Ich glaube nur 121 Seiten oder 123 Seiten, also nicht so ein dicker Wälzer. Von daher ist das auch etwas, was man gut mal zwischendurch hören kann oder lesen kann. Ich sage immer hören, da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, worum geht es eigentlich? Es geht halt um LKWs, die eine kostbare Fracht haben, und zwar Radiogeräte. Und die waren damals noch sehr, sehr teuer. Und gerade die von der Firma Excelsior verschwinden auf einmal. Also das heißt, die LKWs mit ihren Fahrern werden halt überfallen und dann wird die ganze Fracht wird denen weggenommen und dann dürfen die Fahrer irgendwann wieder abhauen. So, das ist natürlich nicht gut und es geht um Mr. Hobbs und Mr. Hobbs ist halt auch ein Fahrer dieser Firma. Und man feuert ihn, weil der Blitz ja nicht zweimal an der gleichen Stelle einschlägt. Und bei ihm ist es jetzt das zweite Mal, dass er überfallen wurde. Und sie feuern ihn fristlos. Und die arme Frau ist ganz verzweifelt und wendet sich an Lady Mortimer. So, und da sind wir dann im Grunde genommen auch schon dabei, wer eigentlich ermittelt. Ja, und das sind Sir Harry Mortimer und seine Frau Cat Mortimer. Die beiden waren irgendwann mal Agenten, er für die Briten, sie für die Amerikaner, er ein aus adligem Haus und sie kommt eher aus, wie man so schön sagte, beengten Verhältnissen aus New York. Ja, und die beiden haben sich irgendwann kennengelernt. Irgendwas musste in Kairo gewesen sein, aber darauf wird auch gar nicht eingegangen. Sie sind jetzt halt ein Ehepaar. Sie möchten eigentlich ihre Ruhe haben. Sie möchten ihr Eheleben genießen. Aber es kommt immer irgendjemand an und bittet um Hilfe. So in diesem Fall eben die arme Frau, deren Mann gerade arbeitslos geworden ist. Ja, sonst gibt es eigentlich wenig Hauptcharaktere, denke ich einmal, die immer wieder auftauchen. Es sind halt die Leute aus der Fabrik, ein paar LKW-Fahrer, aber es ist alles noch übersichtlich. Ich bin da sehr gut mitgekommen, also nicht, dass man mit einer ganzen Flut Charaktere überfordert wird. Also das war hier sehr, sehr angenehm. Ja, vom Setting her ist es halt so, ihr seid halt auch in der Fabrik, wo halt diese Radiogeräte hergestellt werden. Es ist weniger jetzt so dieser Landhauscharme, dass man nur im Herrenhaus ist und da ist dann irgendwann eine Leiche und man trinkt viel Tee und so weiter. Das ist hier weniger. Es ist also viel ja, eher dieses Fabrikmäßige, was hier jetzt eben gerade zum Tragen kommt. Ja, ich fand nicht, dass der besonders blutig oder brutal war. Ich glaube, es stirbt niemand. Nein, es stirbt niemand. Also von daher ist das alles noch okay. Ich weiß nicht, wenn man mal vielleicht überfallen geworden ist, mag man es vielleicht nicht so gerne lesen, aber letztendlich, da hat jeder seine Punkte und auf alle kann man leider auch nicht immer eingehen. Aber es ist kein
Roman oder kein Krimi, wo das Blut aus den Seiten tropft. Man kann das wirklich gut lesen, also wirklich ein Häkelkrimi. Ja, ich habe natürlich mitgerätselt, ist ja ganz klar. Und ich war diesmal gar nicht so weit entfernt. Also es ist nicht unlösbar oder zumindest erhärtet sich ein Verdacht, wer denn da alles unter einer Decke steckt. Ja, natürlich, wir haben es mit einem Ehepaar zu tun und die beiden sind noch sehr verliebt und sie machen auch gerne mal so Anspielungen, dass sie vielleicht gerne ja, die Zeit ein bisschen anders verbringen würden, als jetzt irgendwo hinzufahren. Sie würden sich dann doch gerne intensiv lieber um sich selber kümmern. Ja. Ich muss sagen, ich habe es gerne gelesen. Wie gesagt, es hat nicht allzu viel Seiten. Ihr könnt die ersten vier Folgen, also zum Stand des heutigen Tages, die ersten vier Folgen könnt ihr auch bei Spotify hören. Das finde ich ist ja auch immer eine schöne Idee, gerade weil es nicht so lange Sachen sind. Das heißt, man kann das vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die Spieldauer von einem Teil ist, aber das hört sich nicht nach so einer riesenlangen Aktion an. Ja, ähnliche Bücher, die ich euch vielleicht noch ans Herz legen möchte, sind Miss Daisy. Da war der erste Teil, der Tote auf dem Eis, glaube ich. Das ist schon länger her, dass ich das gelesen habe. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Da ist eben Miss Daisy die Ermittlerin, die eigentlich Journalistin werden möchte, die auch ein Faible hat für Fotografien oder fürs Fotografieren. Die habe ich sehr gerne gelesen. Ich glaube, die ersten drei Teile habe ich davon schon weg. So, was haben wir denn dann noch? Dann haben wir natürlich Miss Fisher und ihre mysteriösen Fälle. Oder wie es ganz genau heißt, das läuft auf Netflix, wenn ihr das habt. Das sind eben auch die 20er Jahre. Das ist schon teilweise etwas härter. Also, glaube, der letzte Teil der ersten Staffel, den fand ich schon ziemlich heftig. Aber ansonsten ist das etwas, was ich gerne sehe. Es ist tolle Musik, ihr habt tolle Kostüme, ihr habt einen sehr, sehr schönen Flirt zwischen Miss Fischer und dem Inspektor, den ich wirklich sehr, sehr mag, weil er, ja, oder ich mag diese Beziehung halt. Und vor allen Dingen, er hat ein sehr bewegliches Gesicht, er ist irgendwie niedlich und sie ist einfach zu clever. Ja, habe ich sonst noch was? Ja, dann habe ich noch Mord nach Strich und Faden. Wir blenden euch hier die Cover immer ein. Mord nach Strich und Faden. Dafür gibt es auch schon eine Vorstellung hier auf YouTube. Sina ist so nett, die verlinkt euch das alles unten in der Infobox. Ja, das sind halt auch die 20er Jahre. Ich fand das nicht ganz so großartig, aber wer gerne über die 20er liest und auch so über diese Fabriken, da geht es halt um diese ganzen Webereien. Für den ist das sicherlich interessant und das war auch der erste Teil einer Reihe und da wird ja immer noch viel erklärt. Die Charaktere müssen ja erstmal richtig dargestellt werden. Von daher, vielleicht kehre ich nochmal dahin zurück und dann gucke ich mir den zweiten Teil an. So, und das wäre es jetzt eigentlich auch schon von mir für euch. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Tipp geben. Bis zum nächsten Mal.